in Murat, auf dem Hasenhof, wenn man von Murat rausfährt Richtung Backnang oder Sulzbach, gerade wenn man aus Murat so richtig daus ist, sind auf dem Berghang auf der anderen Seite ein paar Häuser, das ist der Hasenhof. Auf dem Hasenhof, da hat der alte Radli gelebt. Der alte Radli, das war ein Hexenbanner. Er hat zu seiner Lebzeit, ich werde Hexenbanner heute Abend noch einige Mal erwähnen, dass ihr noch wisst, was ein Hexenbanner ist. Er hat zu seiner Lebzeit gesagt, wenn ich einmal sterbe, möchte ich mit dem Pferdefuhrwerk zum Friedhof gefahren werden. Nach Murrutnei unter der Waldrichskirche. Waldrichskirche ist das Kirchli von Murrut auf dem Berg der Oberstadt. Und an der Waldrichskirche dann ist der Elberg. Das ist so ein schnitztmals Bild. Da tut man Narwalfahrt auch heute noch. Ich weiß nicht, ist euch bekannt oder ist jemand bekannt. Und er will unter dem Elberg vergraben werden. Der alte Radli ist gestorben. Und sind dann in der Kammer drin aufgebahrt, im Hasenhof da oben. Und am Tag der Beerdigung haben sie ihn auf den Friedhof tragen gewählt. Er war so arm, dass er sich ein Pferdefuhrwerk nicht hat leisten können. Und die Totengräber gekommen sind und haben den Sarg aufgelupfen gewählt, war der so schwer, sich hinten nicht weggebracht. Einfach nicht gegangen. Wo sie lang genug umeinander gemacht haben, haben sie das letzte halber zur Haustiere rausgekommen, halber war er noch hin. In dem Moment geht oben das Bienenlädchen auf und der alte Radli guckt raus und schreit, was habe ich gesagt, wie ich beerdigt werden möchte. Sie haben eingesehen, so geht es nicht. Sind halt dann einfach gegangen und hint, ist doch gut, dass ihr was ja. Und hinter Fuhrwerk auftrieben und hinter Radli auf den Friedhof gefahren. Der ist um das Waldrichskirchli herum gewesen. Da haben sie ihn beerdigt, aber nicht unter dem Elberg. Von da an ist der Radli jeden Abend, jede Nacht in Murat drin im Städtli. Leid erschienen. Und anscheinend ziemlich massiv, also das hat man nicht ausgehalten. Der Gemeinderat hat noch beschlossen, also es bleibt nichts anderes übrig. Wir graben, das ist aber glaube ich zwei Jahre gegangen, den Radli wieder raus und begraben, wie er es auch will, unter dem Elberg. Haben das Grab aufgraben, war der Sarg noch ganz unversehrt drin, in der Deckel runter lag der Radli drin. Wie er gestorben gewesen ist, gar nichts verwest, bloß die Fingernägel gewachsen und Haar. Und dann haben sie ihn halt unter dem Elberg vergraben. Ich habe den Murrutner Archäologen schon gerade, die da in der Kirche schon weiß nicht was rumbuddelt haben, sie sollen doch auch mal vor dem Elberg umeinander buddeln. Ob da nicht noch der alte Radler rauskommt. Jetzt nehmen wir mal die Kronhütte auf, weil da wird es jetzt natürlich für mich heugen. Eine Kronhütter Hexe war tagsüber ein kleines, unscheinbares Frauli, eine Strumpfstrickerin. Sie war nicht verheiratet und wusste wohl selbst nicht, dass sie eine Hexe war. Es gibt aber Leute, die sehen und spüren mehr als andere. So auch eine Frau, die ebenfalls in der Kronhütte zu Hause war. Sie wusste, dass es die Strumpfstrickerin war, die nachts immer wieder zu ihr kam, sich auf ihre Bettdecke legte und so schwer wurde, bis sie dem Ersticken nahe war. Sie nahm immer einen Schürhaken mit ins Bett und schlug nach der Hexe. Aber der Schlag war jedes Mal ein Schlag in die Luft. Es war nichts da. Leute, die dieser Frau trotz ihres schlechten Rufes nur Gutes taten, wurden nie von ihr belästigt. Auch ihr Leib soll, während sie sich herumtrieb zu Hause, wie ein Brett im Bett gelegen haben. Da war ein Bauer,
schwer krank und ist seiner Kammer drin gelegen. Und da ist ein Bettler am Haus vorbeigekommen und hat bei ihr gefragt, es war bald noch Mittagessen, ob sie nicht etwas essen kriegt. Das war ein gutes Weib. Und es hat Wegnäpfler gegeben zum Mittagessen. Ja, komm rein. Kannst was essen dann? Hat er dem Mann also noch eine gute Portion Teller rein, dass er es essen kann. Was er essen gewählt hat, waren alle Wegnäpfelstuhl. Die Bäuerin war überrascht, aber hat sie gedacht, ob da nicht mein Mann mit was zum Tor hat. Ist raus in die Kamera gesagt, du bist doch ein grauser Fetze. Kannst denn dem armen Mann da nicht einmal ein paar Knipfler gehen? Dann hat er gesagt, ich habe bloß probiert, ob ich es noch kann. Also wie gesagt, wir sind in der Grohide. Da waren mehrere Frauen, welche die Backwaren der Hellershöfer Bäcker austrugen und auf den zerstreuten Gehöften verkauften. Diese Frauen mit ihren Körben auf dem Rücken galten alle als Hexen. Grohide und Hexer. Unterwegs ging man auf die Seite, wenn sie des Wegs daherkamen. Als einen schönen Tag so eine Frau den Bäckerladen mit ihrem Korb verlassen hatte, wurde es der Bäckersfrau, welche beim Einpacken geholfen hatte, ganz übel. Sie wurde todkrank. Der Mann gab ihr eine gestandene Milch zu essen und meinte, wenn das nicht helfe, müsse jemand nach Welzheim zum Hirschbauern. Da es nicht besser wurde, schickte er eine Magd zu diesem. Die Magd brachte ein Pülverle. Kaum hatte die Bäckersfrau das Pülverle geschluckt, erbrach sie sich. Was herauskam, waren lauter Zündholzstumpen und Haarwickel. Sofort trat Besserung ein. Kann das sein? Herr Doktor, kann das sein? Der Hirschbauer konnte einfach etwas. Jetzt merkt euch einmal den Hirschbauer, der kommt noch öfter vor. Von dem uns schon bekannten Hirschbauern hatte man unheimliche Angst. Er wurde oft zum Besprechen des Viehs in die Ställe geholt und ließ sich dazu immer erst bei Anbruch der Dunkelheit mit einer Chaise fahren. Diese war geschlossen und hatte vorne noch zusätzlich einen Vorhang, dass man ihn ja nicht sehen konnte. Er musste unbesehen zum kranken Vieh kommen. Im Jagdhaus bei Oberrot, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo das Jagdhaus ist, ist egal, bei Oberrot da drin. Der Jagdhausbauer, der hat ein paar Ochsen gehabt und die hat er auf den geschwinden Markt bringen gewollt und verkaufen. In der Nacht, bevor der Markt war, sind ihm seine Ochsen gestohlen worden. Er hat überall gesucht, hat überall rumgekorcht. Die Ochsen blieben verschwunden. Jetzt hat man gesagt, die einzige Möglichkeit ist noch, du gehst nach Welzheim in den Hirschhof zum Hirschbauer, der kann dir helfen. Der kann solche Fälle, solche Sachen lösen. Er hat sich also entschlossen, dass er Gott, bevor er gegangen ist, hat ihm seine Frau noch ein Stückchen Brot, auf das drei Brösel Salz gestreut waren, in Kitteltaschen rein. Die drei Brösel Salz sind gestanden für Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und ein paar Knoblauchzehen hat es im Auto reingeschoben. Der hat sich also auf den Weg gemacht, das sind drei Stunden vom Jagdhaus bis Welze. Und ist zum Hirschbauer nah und hat ihm das erklärt, was ihm passiert ist mit seinen Ochsen. Der hat sofort begriffen und gesagt, also, jetzt gehst du wieder heim, morgen früh um 10 Uhr kommst, dann kann ich dir sagen, wo deine Ochsen sind. Der Jagdhausbauer, der hat gedacht, das geht weit ins Jagdhaus und dann morgen früh wieder zurück und dann muss ich wieder heim. Und ist in der Streichhütte reingeschlupft, die zum Hirschhof geheilt hat. Nachts, kurz vor den 12 Uhr, hat der Jagdhausbauer gehört, wie der Hirschbauer auf seine Bienen aufsteigt, mit lautem Gepolter und oben das Bienenlädel aufreißt und nachschreit, grüner Wald, komm.
Grüner Jäger ist vielleicht bekannt, aber er hat Grüner Wald, so ist mir erzählt worden. Er hat Grüner Wald geschrien. Es ist ein Gebrause in der Luft aufgekommen und der Teufel ist da gewesen. Der Hirschbauer hat gesagt, du musst mir sagen, wo die Ochsen angekommen sind von dem Jagdhausbauer. Da hat er gesagt, zuerst musst du mal die zwei Augen, die da noch zugucken, auskratzen. Und die Ohren, die musst du verstoppen, dass sie nichts mehr hören. Und dir den Dreckbatzen in der Kitteltasche, der muss auch verschwinden. Der Hirschbauer hat gesagt, also ich kann jetzt auch nichts machen. Und du musst mir helfen, sonst geht mein Ruf als Hexenbänder, Hexenmeister verloren. Der Teufel hat sich also erweichen lassen, man kann scheinbar den Teufel auch erweichen, und hat es gesagt. Der Hirschbauer hat seine Beinlädel zugeschlagen und ist im Karacho seine Beine stiegen unter. Am anderen Morgen um 10 Uhr ist der Jagdhausbauer aus seiner Hütte rausgekrabbelt, hat nochmal in die Kitteltasche reingelangt, dass er auch ganz gewiss sein Brot noch hat und sein Knoblauch. Und ist zum Hirschbauer gegangen, der war gereiznert. Das kann er sagen, das machst du nicht nochmal, was du jetzt gemacht hast. Morgen Mittag um 12 Uhr, Punkt 12 Uhr, treibt in Heilbronn einer der Ochse über die Neckarbrücke. Und jetzt verschwindet so schnell der Karst. Das hat sich der Jagdhausbauer nicht wollen wir sagen lassen, nicht los. Am anderen Tag ist er nach Heilbronn gekommen. Da hat er wahrscheinlich nicht viel Zeit zum Schlafen daheim. Punkt 12 Uhr. Kommt einer daher mit ein paar Ochsen über die Neckarbrücke. Es waren seine Ochsen. Er ist schnell nach, hat mir jeder Ochsen ein Knoblauchzehen ins Maul reingeschoben. Und er hat den Mann ohne irgendwelche Anstand die Ochsen abnehmen können und heimtreiben können. Das war der Hirschbauer.